Wollen wir mal schauen, wie die Mannschaften aussehen. Werder Bremen gegen den 1. FC Kaiserslautern. Und da haben wir schon die Bremer mit Oliver Reck im Tor. Die Nummer 2 trägt Thomas Wolter. Die Nummer 3 Johnny Otten. Die Nummer 4 Rune Bratzett. Die Nummer 5 Günther Herrmann. Die Nummer 6 Uli Borowka. Die Nummer 7 Dieter Alz. Uli Borowka hat nebenbei gesagt, heute Geburtstag, wird 28. Die Nummer 8 Mirko Votava. Der ist schon 34. Die Nummer 9 Karl-Heinz Riedle, der uns leider verlässt, wie Sie alle wissen, nach Italien geht. Mit der Nummer 10 Uwe Hartgen. Und die Nummer 11 hat Winton Rufer. Trainer ist Otto Rehhagel, der ein bisschen vorsichtiger zu Werke gehen will, hat er eben gesagt, als im vergangenen Jahr. Da haben ihn die Dortmunder hier erwischt. Die Lauterer mit Gerald Ehrmann im Tor. Die Nummer 2 trägt Thomas Duli. Die Nummer 3 Franco Foda. Mit der 4 Uwe Scherr. Die Entdeckung der Saison in Kaiserslautern. Mit der 5 der baumlange 1,86 Meter Kai Friedmann. Mit der 6 Frank Lelle. Mit der 7 Reinhard Stumpf. Seine Schwester gewann eben den Pokal mit dem FSV Frankfurt. Die schlugen die Bayern 1:0. Mit der 8 Markus Schupp. Mit der 9, lange wurde gerätselt, würde er dabei sein können, Bruno Labbadia, war verletzt. Mit der 10 Demir Hotic, der vom VfB Stuttgart in die Pfalz kam. Und mit der 11 schließlich der Mannschaftskapitän Stefan Kunz, auf dem viele Hoffnungen ruhen. Er ist ja Torjäger, 15 Treffer hat er erzielt in dieser Saison. Und Karl-Heinz Feldkamp, der ja schon zweimal das deutsche Pokal-Endspiel hier gewinnen konnte in Berlin mit Uerdingen und mit Eintracht Frankfurt. Und da kommen sie. Riesenstimmung. 20.000 Anhänger aus Bremen und auch aus Kaiserslautern in der gleichen Zahl. Sie sind zwar in getrennten Sektionen untergebracht, aber es ist ja bekannt, dass die Bremer und die Pfälzer seit Jahren freundschaftliche Kontakte pflegen. Dennoch 1.300 Ordnungskräfte sind unterwegs, hoffen aber darauf, nicht handgreiflich werden zu müssen. So, Schiedsrichter, groß im Bild, Manfred Neuner aus Leimen.
44 Jahre alt ist er, der Autoverkäufer, der 15 Länderspiele gepfiffen hat und 80 Bundesligaspiele bereits hinter sich hat. Seit 71 pfeift er und seit 85 ist er FIFA-Schiedsrichter. Und an der Linie Aaron Schmidhuber aus Ottobrunn, der ja auch für die Weltmeisterschaft nominiert ist. Und er muss heute winken, weil er als einer von 36 Weltmeisterschaftsschiedsrichtern vor dem Turnier mindestens 5-mal gewinkt haben muss. Das erreicht er also heute. Schmidhuber bekam ja am Mittwoch nach dem UEFA-Cup-Endspiel zwischen dem AC Florenz und Juventus Turin in Avellino hervorragende Kritiken. Und der zweite Mann an der Linie heißt Hans-Peter Best und er kommt aus Neuenburg. Und hier haben wir sie, die Lauterer Fans. Kaiserslautern zum 5. Mal in einem Pokalendspiel, 4-mal verloren leider, sagt Kalli Feldkamp und sagen all die Lauterer, die mitgezogen sind. Zuletzt 81 in Stuttgart gegen Eintracht Frankfurt mit 1:3, damals auch unter dem Trainer Karl-Heinz Feldkamp, der im Übrigen zu Pfingsten 56 wird und der ja erst im März aus Ägypten wieder zurückkehrte in die Pfalz, seitdem großen Erfolg hatte, die Lauterer vor dem Abstieg bewahrte. War schon mal Trainer in Lautern von 78 bis 82 und ich sagte eben schon, zweimal hat er schon den Pokal gewonnen, einmal mit Uerdingen, das war 85 und 3 Jahre später mit Eintracht Frankfurt. Und jetzt geht's los. Kürzlich spielten diese beiden ja in der Bundesliga gegeneinander in Kaiserslautern. Und da hatten beide Trainer Gelegenheit, ihre Gegner zu studieren, haben ihre Konsequenzen daraus gezogen. Borowka, das Geburtstagskind, soll sich um Stefan Kunz, den torgefährlichen Lauterer Kapitän, kümmern. Johnny Otten, da haben wir ihn gerade gehabt, den Mann mit der 3. Er hat eigentlich die Aufgabe, Bruno Labbadia zu bewachen. Aber hier hat er Markus Schupp auf die Schippe genommen. Herzlichen Glückwunsch. Haben wir Labbadia, von dem sein Kapitän sagt, der könnte heute zur spielentscheidenden Figur werden. Auch er ein torgefährlicher Mann, versteht sich fabelhaft mit Kunz. Seit einem Jahr harmonieren die prächtig. Und nun sind sie mal beide gespannt, ob sie hier heute zum Zuge kommen. Freistoß, Uwe Schäden und Oliver Reck.
abgewinkt. Der Pass kam von Mirko Rotava, aber war für Thomas Wolter. Sehen wir hier nochmal ganz deutlich, ja, der jetzt schon im Abseits steht. Nicht richtig gedacht, also. Ja, Foul. Beide Linienrichter sehr aufmerksam. Wieder schneller geschaltet als die Bremer. Abseitsfalle hat funktioniert. Das wird sicher heute noch ein paar Mal zu sehen sein. Hemmer Windenrufer, der Neuseeländer, der am Mittwoch in Bremen einen Dreijahresvertrag unterschrieb. Er war ja zu Saisonbeginn von den Grasshoppers aus Zürich gekommen und nur ausgeliehen. Nun ist er also fest in Bremen. Sehr artistisch das Ganze, aber nicht besonders effektiv. Karl-Heinz Riedle hat da jetzt den endlos langen Kai Friedmann gegen sich. Der hatte sich eigentlich zur Aufgabe gestellt, Windenrufer in Schach zu halten. Aber die wechseln da hinten sehr geschickt jetzt, die Lauterer. Das übernimmt mal Dooley, das übernimmt mal Friedmann. Der lange Stumpf spielt Libero, aber auch er wird sicher dann und wann mal darauf aus sein, einen der gefährlichen Bremer Angreifer etwas enger zu decken. Erste Ecke, Heils und Rufer. Das war nicht Rufer, habe ich mich verguckt. Das war Günther Herrmann, der hat die 5. Wird am Montag zusammen mit Riedle in die Sportschule Kaiserau einrücken zu den anderen Nationalspielern, die sich auf die Weltmeisterschaft vorbereiten. Herrmann. Rufer ist hinter ihm. Das ist der unglaublich gefährliche Uwe Hartgen, der seit ein paar Wochen ja im Blickpunkt steht. 25 Jahre alt, Psychologiestudent, ja, bei Karl-Heinz Feldkamp, der gewarnt hat vor diesem Mann, vor Hartgen nämlich. Scherr, Eils dazwischen, Herrmann, Hartgen, Eils, abgepfiffen hier, Freistoß, Freistoß für die Bremer. Es müsste Herrmann sein, der da einen mitgekriegt hat, könnte man gar nicht so schnell erkennen. Sehen wir die Szene in Zeitlupe. Ja, im Nachgang hat er ihn da am rechten Bein erwischt.
aber Günther Herrmann steht wieder. Otto Reagel wird im August 52, hat noch einen Vertrag in Bremen bis 93, aber mit Freigabeklausel für das Ausland, will aber noch nicht dran denken. Mir geht's gut im Moment, sagt er da oben. Da bin ich jetzt 8 Jahre und sehe keine Veranlassung wegzugehen. Der das Spiel ungeheuer schnell macht, antreibt, so kennen wir ihn, der dabei Tore schießen kann. Ein ganz wichtiger Mann. Vor 2 Jahren zusammen mit Hartgen noch in der Amateurmannschaft. Das sind Karrieren. Gefährlich. Otten und Labbadia, das hatte man erwartet, die behakten sich jetzt schon. Franco Foda jetzt bei Riedle. Da ist noch dran, da ist noch dran, der Rufer. Und da, guck mal, oh, 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 das darf man pfeifen. Das werden wir sicher noch mal zu sehen kriegen in der Zeitlupe. Aber erst wollen wir mal gucken, ob die Bremer im zweiten Anlauf mit Alz erfolgreicher sind. Ecke. Hier haben wir das noch mal. Achtung, erst die Szene mit Rufer. Und dann Riedle. Ja, also doch sehr schwer zu sagen jetzt wieder. Da lässt man sich leicht täuschen, leicht verblüffen durch eine andere Einstellung. Der Fuß hing zwar unter dem Körper von Gerald Ehrmann, aber ob er ihn wirklich umgerissen hat, war, hier haben wir Riedle in der Zeitlupe, nicht genau zu sehen. Sah aber aus der anderen Perspektive grimmiger aus. Schwamm drüber, geht weiter.
ganz groß. Nationalspieler gewesen, 6 durfte er mitmachen. Sehr gut in Form zurzeit wieder. Und Günther Herrmann, der hat erst eines gemacht, damals gegen die UdSSR in Düsseldorf. Freut sich auf Italien. Ottawa und Wolter. Also, Karl-Heinz Feldkamp hatte ja Werder die Favoritenrolle zugeschoben. Otto Rehhagel, der das ganz locker nahm, wie wir gestern am schönen Wannsee festgestellt haben, der sagte, ja, ja, aber ich weiß, was die wollen. Die warten darauf, dass wir anrennen und dann wollen sie uns kontern, so wie die Dortmunder das geschafft haben. Guck mal her, Hofer war das. Das waren gut und gerne 30 Meter. Aber im Moment habe ich den Eindruck, so nach einer Viertelstunde etwa, dass hier sehen wir die Szene nochmal mit Rufer, dass beide darum bemüht sind, sich nicht einzuigeln, sich nicht hinten reinzustellen und auf den Gegner zu warten. Sie spielen beide mit. Und das ist natürlich für die 76.000 hier von ganz besonderem Reiz. Oder sehr aufmerksam, ganz dicht bei Riedle. Und Eils hat sich verletzt. Da werden die Bremer wohl jetzt den Ball ins Ausspielen. Das ist Hartgen, ja. Sehr vernünftig jetzt. Da hat sich wirklich sehr wehgetan, das sieht man. Für die Bremer, das ist klar, für den deutschen Meister von 88. Hier sehen wir die Szene nochmal. Ja, er hat ihn erwischt am Schienbein. Ich glaube, das war Markus Schupp, jawohl. Für die Bremer also ist das ganz wichtig hier heute. Denn wenn sie verlieren, dann geht eine Serie von 8 Jahren zu Ende, in denen Werder Bremen ja rauschende Fußballfeste gefeiert hat, auch auf internationaler Bühne. Und eine Niederlage wäre das aus, dann wäre das vorerst mal vorbei. Das wäre sehr, sehr bitter für den Tabellen-7. Der Fußball-Bundesliga. Als ist wieder auf den Füßen, das freut uns. Für den 1. FC Kaiserslautern. Das war Schupp und eine wirklich erstklassige Leistung von Oliver Reck. Also, hier sehen wir das nochmal. Das hätte gut das 1:0 sein können. Gut, dass der 1,92 lang ist. Und dann kommen die langen Arme noch dazu. Nochmal die Szene aus anderer Sicht. Jups. Bravo von beiden. Und Tor. Und Tor. Und das war Labbadia. Ja, das ist der Junge. Hier ist er. Bruno Labbadia. Früher mal beim HSV. Hat 6 Tore schon geschossen diese Saison in der Bundesliga. Sie haben ihn hingekriegt. Er war, wie gesagt, nach einer Muskelfaserverletzung außer Gefecht. Aber sie sind wieder voll da. Sehen wir nochmal. Ball kommt rein. Bumm. 1:0. Und jetzt sitzt die Bremer aber
ungemütlich. Und jetzt werden sie noch mehr Dampf machen müssen. Nochmal. Das hatten sie geprobt im Training. Wenn der lange Stumpf, der Mann mit der 7, mit nach vorne geht in solchen Situationen, dann kommt der Ball auf die kurze Ecke und mit dem Kopf verlängert rüber zu Labbadia. Hat Reinhard Stumpf, auch ein 1,90er, den sie den sanften Bär nennen, können wir gleich noch sehen, ob er das wirklich ist. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. 18. Spielminute, der erste FC Kaiserslautern führt 1:0. Botava. Hier nochmal die Zeitlupe zu sehen. Da geht Rotic an ihn ran. Oder war das vorher schon noch Lelle? Kann auch sein, ja. Vorne oben, abseits. Und Stumpf, der Libero ist wieder hinten. Da haben wir ihn. Zusammen mit Ehrmann. Ah, also das ist prima jetzt mit dem Tor. Jetzt werden wir hier ein munteres Spielchen erleben, wie ich denke. Ehrmann. So ein ausgewachsener Bär, 1,86, 90 Kilo, 31 Jahre alt, wild entschlossen, wenn es darum geht, den 16er zu verlassen. Hat sich wieder ins Tor zurückgekämpft bei den Lauterern. Klappte ja vorher nicht so gut mit dem Vorgänger von Karl-Heinz Feldkamp, mit Gerd Robbensack. Der hatte mehr auf den Ersatztorhüter, auf Serre, gesetzt. Aber Karl-Heinz Feldkamp weiß, was er an Ehrmann hat. Otten hat seine liebe Not mit Labbadia. Ja, aber jetzt hat er gefoult. Eindeutig. Entschuldigung bei Hals. Ja. Da ist ein Riesenloch in der Luft jetzt. Na, 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 der hält ihn einfach fest. Das war Hartgen. So geht das ja nun auch nicht. Ihren Knöchel verletzt dabei, Stefan Kunz, Torjäger der Lauterer. Könnte ich Ihnen eigentlich ganz schnell noch mal sagen, wie die beiden hier ins Finale gekommen sind. Bremen schlug den FC St. Pauli mit 2:1, Stuttgarter Kickers 3:2, München 60 2:1, VfB Stuttgart 3:0 und Eintracht Braunschweig haben wir eben gesehen zu Beginn mit 2:0. Und die Lauterer,
Die Amateure von Bayer Leverkusen mit 1-0, Mainz 05 mit 3-1. Dann kam der erste FC Köln, der wurde mit 2-1 nach Hause geschickt. Fortuna Düsseldorf 3-1 und dann schließlich in Offenbach 1-0. Und so steht es jetzt auch hier zwischen den Lauterern und den Bremern. Und Otten geht ab. Ohne Bratzett. Die Stütze in der Bremer Mannschaft. Wahrscheinlich der beste Libero, der zurzeit in der Fußball-Bundesliga spielt. Hauweg, schade, dass er nicht für die deutsche Nationalmannschaft spielen darf. Ihn. 29 Jahre alt, 1,93 lang, lauter 1,90er hier unten, fast schimpft, macht sich da hinten immer bemerkbar. Auch das gehört zu einem ausgeprägten, zu einer ausgeprägten Persönlichkeit. Und die Lauterer Fans wittern das 2:0. Demir Hotic. Da liegt er. Und da liegt er, oh, da ist er drin, der Ball ist drin. Das gibt's doch nicht, das gibt's doch nicht. Nochmal Labbadia, es ist ja unglaublich. Der hatte ihn doch schon, Oliver Reck, der hatte ihn doch schon. Wir sehen das nochmal. Kommt er fast aus dem Stand zum Schuss. Der Ball ist gar nicht so scharf geschossen. Guck mal, rollt wie ein Osterei da in die Ecke. Gibt's denn sowas? Nochmal. Jetzt Labbadia. Wie früher Gerd Müller. Von hinten rausgeholt den Ball. Aus dem Stand fast. Und Oliver Reck fast wie im Vorjahr gegen Borussia Dortmund. Da ist ihm so ein Ding auch passiert. Otto Rehagel hat gestern gesagt, ja, da haben wir bei dem 4-1 gegen die Borussen, haben wir so viele Fehler gemacht und unser Torhüter war daran beteiligt und jetzt passiert dem armen langen Kerl das schon wieder. 18. Minute 1:0, 25. Minute 2:0, Torschütze Bruno Labbadia. Wenn er nochmal trifft, kann er mit Roland Wohlfahrt gleichziehen vom FC Bayern München oder auch mit Uwe Seeler. Dem ist es in solchen Pokalfinals auch mal gelungen, drei Tore zu schießen. So, jetzt hält es aber Rune Bratzelt nicht mehr hinten am eigenen 16er. Jetzt stürmt er mit. Das ist Rufer. Das ist der Mann mit der 5. Der lange Kai Friedmann, der sich seiner annimmt immer wieder. Freistoß für die Bremer. Günther Herrmann. Riedle, dessen Kopfballstärke gefürchtet ist. Und da ist auch Bratzett oben. Ach, der hat er alle Zeit gehabt. Riedle, alle Zeit. Und da sitzt Manfred Burgsmüller, der Senior bei den Bremern mit 40 Jahren. Ufer und Friedmann.
Da wird geackert. Und hier unten sehe ich, läuft sich Frank Neubart warm. Da haben wir ihn. Er ist noch nicht wieder ganz gesund. Auch ein Toremacher bei den Bremern. Hat eine Leistenzerrung oder eine Adduktorenverletzung, wie das ganz konkret heißt, noch nicht ganz überwunden. Und Otto Rehhagel wollte ihn zumindest während der ersten Halbzeit schonen. Aber jetzt wird er wohl vorzeitig reingenommen. Jetzt müssen die Bremer natürlich stürmen mit Mann und Maus. Spielen das sehr ruhig gelassen, ganz cool, jawohl, und haben hier die nächste Chance mit Schupp und Lelle und Kopfball, jawohl, das ist Stefan Kunz mit 3:0, guck mal, da fällt man, du hältst es nicht mehr, das ist ja unglaublich. Stunde gespielt, 3:0 für den 1. FC Kaiserslautern. Hier nochmal die Szene, die Flanke von Lelle und da ist der Mannschaftskapitän Stefan Kunz. Am Mittwoch war ich in der Pfalz und hat mir das Training angeguckt und da hat er gesagt, die werden sich wundern. Das denkst du, wie wir in Fahrt sind. 30 Minuten 3:3. Ganz allein steht er da. Günther Herrmann war noch mit zurückgelaufen, hier haben wir ihn, aber da war nichts mehr zu retten. Und jetzt bin ich mal gespannt, was sich die Bremer einfallen lassen. Ist das denn die Möglichkeit? Wann hat die Abwehr der Bremer mal so wackelig gestanden? Otto fasst es nicht. Otto Rehhagel kann es nicht begreifen. Und wenn man weiß, was das für ein ehrgeiziger Kerl ist, der ärgert sich schwarz. Aber dickes Kompliment an die Lauterer. Ich sagte ja gerade noch, ganz ruhig aus der Abwehr, ganz kühl spielen die ihr Spiel und nutzen jede Chance bis jetzt. 3:0. Mann. Bleibt am Ball. Immer noch nicht ganz geklärt die Situation. Hartgen. Ah, da hat Stumpf sich etwas zu energisch eingesetzt. Und hier haben wir Neubart. Mal sehen, wen Otto Rehhagel rausnimmt. Freistoß erst noch. Herrmann. Und Wolter. Ecke. Die dritte. Abseits, Hofer, links wie rechts, schussstark, hat den Ball genommen, wie er kam, aber das sind die schwierigsten Dinger, da fliegt auch schon mal einer drüber. Naja, ja, das ist natürlich jetzt auch wieder klar, bloß nicht leichtsinnig werden da hinten und im Gefühl des sicheren Sieges die Pforten öffnen. Dass die feiern heute, das ist klar. Die Pfalz hat sich heute in Berlin in der Nähe der Gedächtniskirche präsentiert mit Wascht und Woi. Sie präsentiert sich hier mit sehr friedlichen, sympathischen Fans und mit einer erstklassigen Mannschaft.
auf den Bänken, nicht auf den Rücken stehen. Da habe ich sie gelobt. Wir sind jetzt zum Überschwang. Jetzt sehen wir gerade den Wechsel hier. Thomas Wolter geht raus, Frank Neubart kommt rein. Gerade habe ich also die Pfälzer Fans gelobt. Jetzt werden die übermütig und steigen auf die Balustrade. Besser gesagt. Kunz rutscht weg. Schade drum. Ja, muss man pfeifen. Der Mann aus Mainz. Gefällt mir gut heute gegen Riedle. Leverkusen ist ja an ihm sehr interessiert. Wir haben ihn hier beim Freistoß jetzt gleich. Und die Lauterer sind gespannt. Hier ist er auf das Angebot. Fordern 3 Millionen für ihn. Er soll die Libero-Rolle übernehmen in Leverkusen. Vielleicht Thomas Förster ersetzen in Zukunft. Aber er hat noch einen Vertrag für ein Jahr. Sie müssten ihn also rauskaufen. Die Leverkusen, hier haben wir ihn. Sehr guter Mann, sehr viel Übersicht, technisch hochbegabt. Aber allzu oft, so sagen die Kenner, macht er zu wenig aus dem, was er kann. Dafür aber dieser Mann hier, Lelle. Auch einer von denen, die in dieser Saison groß rausgekommen sind. Und das ist Schupp. Oh, da ist Hartgen weggerutscht. Und es sah so aus, als sei er umgeknickt, aber er hat Glück gehabt. Fix gemacht von Riedle. Sehr schön sah das aus. Und wieder Lelle, der immer wieder stürmt über den linken Flügel. Labbadia bei ihm. Und Stefan Kunz allein. Verzweifelt nach einer Anspielstation. Die Lauterer stehen gut, sehr aufmerksam, decken ihre gefährlichen Gegenspieler hautnah, und am Spielfeldrand dirigiert Karl-Heinz Feldkamp. Radzett und Labbadia. Ist Schere mitgegangen, aber den konnte er nicht kriegen. Uwe Schär spielte im vorigen Jahr noch in der Bayernliga in Augsburg. Interessanter Mann. Hat 13 Geschwister. Auch nicht schlecht.
Und ab geht's wieder mit Labbadia. Schupp geht mit, Kunz ist da, aber Reck auch. Gleich 40 Minuten gespielt, 3:0 für den FC Kaiserslautern, für den ersten. Und immer wieder anspielbereit Bruno Labbadia. Erstaunlich, dass dieser Mann, nachdem er doch wirklich in der Woche noch sehr fraglich war, diese seine Verletzung überwunden hat und so spielt wie heute. 2 Tore hat er geschossen. Ist Neubart frei. Und ganz zurück war Labbadia. Was erledigt der Mann für ein Laufpensum? Unglaublich. Kunz. Stefan Kunz, das haben Sie sicher alle mitbekommen, natürlich enttäuscht, weil Franz Beckenbauer ihn aus dem Weltmeisterschaftsaufgebot gestrichen hat. Er fühlt sich so gut in Form und hatte das Gefühl, dass nach dem Länderspiel gegen Uruguay Beckenbauer ganz sicher auf ihn zählen wollte, aber dann ist es anders gekommen. Vielleicht kann ihn das hier heute wenigstens ein bisschen entschädigen. Lelle, einfach energischer, verbissener. Schupp, der das Mittelfeldspiel der Lauterer betreibt. Jetzt hat ihn einer ins Gras geschickt. Ich glaube, das war Eils. Hier sehen wir es nochmal. Ja. Was war denn? Hat er genörgelt? Spiel verschleppt. Oh. Jetzt 5 Bremer gegen 3 Lauterer. Rechts ist Hartgen. Und da steht Rufer. Und da kommt Hermann. Ach, gefährlich sah das aus.
hat er besser gespielt. Letzte Minute der ersten Halbzeit läuft. Abseits. Ja, dickes Kompliment für den ersten FC Kaiserslautern. Sehr klug gespielt, sehr entschlossen. Und die Bremer haben noch nicht den richtigen Dreh heraus. Unabhängig davon, dass die Abwehr ziemlich wackelig steht, der Torhüter einen dicken Fehler gemacht hat. Das läuft noch nicht so, wie Otto Rehhagel sich das vorgestellt hat. Da muss er winken, abseits. Hat er gesehen, der Schiedsrichter, Neuner, der ein gutes Spiel macht, wie ich finde. Und Ottem. Aber da drüben ist die Fahne oben. Er war abseits. Und jetzt pfeift Manfred Neuner zur Pause. 3:0 für den ersten FC Kaiserslautern. Ein munteres Spiel. Ich freue mich auf die zweite Halbzeit und gebe jetzt schnell ab in die Sendezentrale zur Heute-Sendung.